Wir können ja mal so flitzen, ey. Geht schneller. Was war das? Ist da jetzt sofort, ja, oder? Ja, da ist es sofort. Was gibt's da drin? Sam, hier spricht Will. Turtle sagte, dass sich in einem dieser Schließfächer hier Ausrüstung befindet. Brusthöhe, rechte Seite, Nummer 1024. 1024. 1024. Da haben wir's. Schön vorsichtig damit. Was ist das für ein Zeug? Die Sprengladungen sind für den Tresor. Und das andere Ding ist ein telemetrischer Dietrich. Ein telemetrischer Dietrich? Gehen Sie herunter zum Haupttresor. Ich bringe Sie schon da durch. Ja, jetzt haben wir einen Dietrich gekriegt. Und was war das noch? Sprengladungen. Ist da wieder so hell. In Ordnung. Als nächstes müssen Sie diese beiden Schlösser gleichzeitig knacken. Und dafür ist der telemetrische Dietrich da. Ganz genau. Er liest Ihre Bewegungen in dem einen Schloss aus und spiegelt sie in dem anderen wieder. In Echtzeit. Ihr Jungs benutzt ein paar coole Spielzeuge. So, jetzt bringen wir mal den telemetrischen Dietrich. Da. Und benutzen das andere Schloss und dann sollte das die Tür öffnen. Gut. Jetzt, wo Sie ein Gefühl für die einzelnen Stifte haben, müssen Sie eine Sekunde warten, bis der telemetrische Dietrich synchronisiert ist. Ach so. Sobald es piept, können Sie den Stift auslösen und zum nächsten übergehen. Versuchen Sie nicht, einen Stift zu bewegen, bevor Sie synchronisiert haben. Sonst müssen Sie noch einmal von vorne beginnen. Verstanden. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Abteilung. Jetzt der nächste. Komm schon. Über den Primärstiften. Sobald alle befestigt sind, nun, ich glaube, das können Sie sich denken. Ja, dann gehen wir in Deckung. Sprengladung platzieren. Und jetzt gehen wir mal in Deckung. Zünden. Und Sesam, öffne dich. Lambert, wir sind drin. Gute Arbeit, Sam. Such jetzt nach diesen Festplatten. Da schau her, ganz modern ist sie. Nach Festplatten sollen wir suchen. Wir könnten eigentlich einen kleinen Ruhestand geben bei den Goldbahnen da, oder? Sind das Goldbahnen? Schon, oder? Was ist das da? Ist er da drin, die Festplatten? Ich habe hier Fragmente einer Nachricht von jemandem namens Dvorak. Ekelon besitzt keine Akte über ihn. Warte, das ist seltsam. Was? Die gelöschten Nachrichten. Sie sind 1024 verschlüsselt. 1024-Bit habe ich das letzte Mal bei Philip Massey gesehen. Ich habe Massey vor Severamos getötet. Ich erinnere mich und sein Tod wurde bestätigt. Wir haben es hier also mit jemandem zu tun, der Zugang zu ein paar äußerst vertraulichen Informationen hat. Serkesi? Ein wirklich besorgniserregender Gedanke. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt sieht die ganze Aktion wie ein gewöhnlicher Bankraub aus. Sie werden niemals erfahren, warum wir hier waren. Lambert, jetzt wo ich 50 Millionen Dollar in der Hand halte, bin ich der Meinung, dass wir nochmal über die Gehaltserhöhung reden sollten. 25 Cent die Stunde und nicht ein Penny mehr. Okay.
Abgemacht. Ach so, die Wertpapiere haben wir gefunden. Im Wert von 50 Millionen Dollar. Ist da Laser? Schucke. Ja, was passiert, wenn ich da durchgehe? Oh. Verdammt! Was ist passiert? Laser in der Tresortür. Die gesamte Bank wurde alarmiert. Soldaten im Anmarsch. Vergesst es. Ich bin weg. Seid still, Leute. Wir können daran jetzt nichts mehr ändern. Fischer, schnapp dir die Daten und mach, dass du da wegkommst. Gute Idee. Gut, Fischer. Mehr brauchen wir nicht. Zeit, sich rar zu machen. Verschwinde aus dem Zielgebiet. Schon auf dem Weg. Aber gerne doch. Die kommen aber jetzt nicht oben, oder? Was war das jetzt? So, und wo müssen wir aussehen? Du aussehen? Was war das? Oh Mann, es wird ja immer schlimmer. Wer hat die geöffnet? Verdammt! Verdammt! Ich brauche Hilfe! Das? Ist er nur einer da? Der ist doch tot. Redet der noch? Hat er sich in Luft aufgelöst? Ja, da geht's doch nicht weiter. Ach, da oben ist auch einer. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Du aus, wo wir hergekommen sind? Ich glaube, das ist der beste Weg. Wir laufen jetzt mal da auf. Moment mal. Denn ich glaube, wir müssen bei dem Tor wieder aussehen, wo wir gekommen sind. Ach, da unten suchen schon. Das vergeht ihm gleich, die Sucherei. Pass auf. Mein Gott, ich... Das war ja nichts so elegant. Warum stirbt der nicht? Beim Kopfschuss. Gibt's das? Ja, der überlebt scheinbar einen Kopfschuss. Aber wir haben noch mehr auf Lager, pass auf. Seht das? Da hilft ihm der Heim auch nicht weh. Ach, da ist auch einer. So, pass auf. Haben wir jetzt das da? Moment.
Der ist wickert. Und jetzt versteckt sie da vorne dann noch einer. Hinterm Bam. Gibt's das? Ich glaube, ich fange schon an, mir Finger anzulegen. Ich wünschte, du hättest das nicht gesagt. Hallo, Leute! Was treibt denn ihr da? Ja, scheint komplizierter zu sein, als ich gemeint hab. Gibt's ja gar nicht. Die letzten paar Meter. Zeig mir den da hinten. Treibt er denn da hinten? Wart der auf uns? Das ist aber vorbei mit der Warterei. Da drüben ist der andere. Pass auf, den hau ich auch noch nervig. Jetzt habe ich mir meinen Helm abgeschossen. Ja, Kruzifix. Ich hau jetzt ab. Wir hauen jetzt ab und lassen den in Ruhe. Jetzt weiß ich gerade mal, wie es rausgegangen ist. Da hinten meine ich. So, das war's mit der dritten Mission. Und wir haben abgebrochen. Zusatzmission war es mit, wir haben irgendwie, war nicht, E-Mails. Naja, gut. Brauchen wir nicht unbedingt.